Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht es wieder um eine Errungenschaft und zwar um die Meisterantiquarin oder wenn ihr natürlich einen männlichen Char habt, dann Meisterantiquar. Es geht logischerweise um Antiquitäten, um das Ausgraben von Antiquitäten und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Für diese Errungenschaft, die ihr unter Greymore Antiquitäten findet, ihr könnt auch einfach Meister Antiquar oder sowas eingeben, dann findet ihr es auf alle Fälle schneller, müsst ihr vier Dinge erledigen. Gelehrte des Zirkels ist relativ einfach, denn das bekommt ihr, wenn ihr das Tutorial durchgespielt habt und das werdet ihr zwangsweise gemacht haben müssen, sonst könntet ihr gar nicht ausgraben. Meisterin des Auges und Spatenmeisterin, das verlinke ich euch unten im Text, dass ihr dann auch wisst, wie ihr diese Errungenschaft bekommt. Und sorgfältige Gräberin. Auch relativ einfach, habt ihr wahrscheinlich sogar schon, denn das bekommt ihr, wenn ihr das erste Mal eine etwas höherwertigere Antiquität ausgegraben habt, ohne sie zu beschädigen. Das ist ja am Anfang etwas schwierig, dann kommt man mit den Werkzeugen noch nicht so klar und zack, bumm, hat dann diese Antiquität doch eine kleine Macke abbekommen. Und wenn ihr das dann das erste Mal geschafft habt, es wirklich ganz unbeschädigt aus dem Boden zu holen, bekommt ihr eben diese Errungenschaft sorgfältige Gräberin. Wenn ihr dann alles von den Vieren erledigt habt, dann bekommt ihr einen Titel, nämlich Meisterhistorikerin. Wie ihr den einstellen könnt, das verlinke ich euch dann auch unten in den Texten. Und was ich immer ganz schön finde, ein Kostüm. Und das seht ihr gerade, weil ich das gerade trage. Ihr könnt das natürlich auch gerne noch einfärben. So sieht es halt im Original aus. So gold, grau, blau. Ich finde das eigentlich ganz nett, also nicht unbedingt in den Farben. Ich würde es mir tatsächlich dann auf alle Fälle anders einfärben. Wir gucken uns das jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe dann hinten logischerweise einen Rucksack auf dem Rücken, wo mein ganzes Zeug ist, was ich zum Ausgraben brauche. Eine kleine Tasche habe ich hier noch an der Seite. Also ich finde, dieses Kostüm ist eigentlich wirklich, wirklich schön gemacht. So, vier Dinge müsst ihr dafür erledigen. Dauert also ein ganz klein bisschen, ist aber auf alle Fälle schaffbar. Und wenn euch das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Wünsche euch weiterhin super viel Spaß beim Ausgraben, beim Spiel sowieso und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.